If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt. Ich habe heute tolle Neuigkeiten für euch, denn wir hatten ja am Wochenende unser Onstage. Das ist die große Katalogpremiere des neuen Mini-Kataloges Januar bis April. Und heute kann ich euch schon einen kleinen Einblick in den neuen Katalog geben, denn der Vorteil ist, wenn man an dieser Veranstaltung teilnimmt, dass man schon eine kleine Auswahl des neuen Kataloges bestellen kann, damit wir uns ein bisschen vorbereiten können und euch tolle Sachen zeigen können. Und ich bin ein bisschen eskaliert bei der Bestellung. Ich glaube, so ein, zwei Sachen habe ich noch nicht bestellt. Noch nicht, sage ich wie immer. Denn die haben mich jetzt am Anfang noch nicht so gereizt, aber ich glaube, es hätte auch einen Button geben können, einmal alles bitte, und ich hätte den auch genommen. Genau, ich habe jetzt eine kleine Auswahl bestellt und die kann ich euch jetzt schon zeigen. Ihr könnt sie ab Januar kaufen. Wenn ihr in den letzten 12 Monaten bei mir bestellt habt, dann kriegt ihr ja den Katalog sowieso automatisch zugeschickt, schon als vorbereitet, Versandetiketten bestellt, die Umschläge stehen schon bereit, Briefmarken sind da. Und jetzt kann ich dann Anfang Dezember die Kataloge bestellen. Aber heute kriegt ihr schon einen kleinen Einblick. Den Rest des Kataloges bestelle ich vermutlich dann gleich Anfang Dezember, sodass ich euch dann auch den Rest nochmal live zeigen kann. Aber jetzt fangen wir einfach erstmal an. Und ja, ich habe hier um mich rum all die schönen Produkte verteilt. Und jetzt gehen wir das einfach mal Stück für Stück durch. Wir fangen mit einem Bienchenset an. Da habt ihr vielleicht schon die ein oder andere Idee von meinen Kolleginnen gesehen, denn das konnten wir tatsächlich schon vor der Veranstaltung bestellen und haben bei der Veranstaltung auch damit schon gebastelt. Ich finde das furchtbar süß und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar ist das die Produktreihe mit den tollen Bienchen. Hier haben wir einmal das Stempelset. Da sind die tollen Bienchen drauf, Blümchen, kleine Waben. Man kann den Bienchen süße Gesichter ins Gesicht malen. Liebe liegt in der Luft. Und ganz lustig finde ich auch den Spruch für eine Grummelhummel. Heile mit Eile für eine fleißige Biene. Also ganz, ganz tolle, süße Stempel und eine passende Stanze dazu. Und hier hat man auch noch mal ein paar Herzen. Mit den Herzen, stanzt man hier auch diese kleinen Flügel aus. Und für die Fühler ist dieses kleine Herz auch gedacht. Genau, das sind einmal die Stempel und die Stanze. Dazu gibt es ein ganz, ganz süßes Band, das ein bisschen schmaler ist. Das finde ich auch mal ganz schön, dass man nicht nur so breite Bänder hat. Da kann man ganz tolle, süße, kleine Schleifchen mitmachen. Und wir haben noch ein paar Klebeaccessoires dabei, Blümchen und Herzchen, ganz, ganz niedlich. Die glänzen ganz toll, das sind so Lackaccessoires. Das Tollste an der Produktreihe ist aber das Designerpapier, wie ich finde. Da habt ihr diese süßen Bienchen. Auf der Rückseite sind immer ein bisschen grafischere Muster. Genau, hier ein paar Karos. Da haben wir ein paar Honiggläser. Auf der Rückseite sind diese kleinen Flugspuren. Dann haben wir ganz kleine Bienchen. Auf der Rückseite findet ihr süße kleine Herzen. Nochmal hier die süßen Bienchen zusammen mit den Blumen in Aquamarin. Ich mag auch die Farbzusammenstellung sehr. Dann haben wir diese tollen Blümchen. Da denke ich ja gleich an Greengate. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht mein Beispiel gesehen mit der Thermoskanne? Da habe ich die verarbeitet. Dann haben wir hier nochmal Blümchen. Streifen. Die kann man ja auch immer gut kombinieren. Nochmal Blümchen mit ein bisschen, Blümchen und Blümchen mit ein bisschen mehr Grün. Und hier dieses schöne zarte Karo-Muster, Wabenmuster. Und als Farben haben wir hier drin Schwarz, Osterglocke, Limette, Blütenrosa, Aquamarin und Sommersorbet. Das Band ist auch in Sommersorbet. Genau, das ist unsere Blümchen- und Bienchen-Serie. Ein großes Highlight, da habe ich mir auch gleich ausreichend Papier dazu bestellt. Dann ein absolutes Highlight für mich sind unsere Heißluftballons. Da haben wir ein ganz, ganz süßes Stempelset und auch tolle Sprüche. Hoch sollst du leben, alles Gute für eine gemeinsame Reise ins Glück. Hier kommt etwas Rückenwind, das ist ja auch immer nett. Da haben wir tolle Stanzformen dazu. Einmal Herzen, wo man tolle Luftballons mitmachen kann. Und eben auch ja, süße Heißluftballons mit ganz vielen Details. Nochmal eine Etikettenstanze dazu.
Dann gibt es dazu passend Bänder, ein Bänderset und auch Klebeaccessoires. Die sind matt, das ist auch sehr, sehr hübsch auf der Karte dann. Und auch da ist das Highlight, das absolute Highlight, das Designerpapier, sind sowieso in dem Mini-Katalog so schöne Papiere. Da bin ich sehr gespannt, was eure Highlights sind. Hier sind immer 8 von einem Motiv drin. Da haben wir also einmal hier diese Heißluftballons und auf der Rückseite sind Streifen, Punkte mit Wolken auf der Rückseite. Dann haben wir einmal Streifen mit hier so kleinen Pfeilen, gestreiftes Papier, das hatten wir eben schon, genau. Dann einmal rosa mit so kleinen Wellen. Und hier finden wir auf der Rückseite kleine Blümchen. Dann hier diese Salinos. Auf der Rückseite sind so kleine Wellen. Und ganz, ganz tolles gestreiftes Papier, auch in diesen pastelligen Tönen. Ich finde das total, also es ist einfach eine schöne Kombi. Das sind alles Pastellfarben. Und hier auch nochmal dieses Gegitterte auf der Rückseite. Azurblau-Baby, Blau-Baby, Rosa, Flamingo-Rot, Fräsien-Lila, Zitronen-Parfait, Blütenrosa, Aquamarin. Eine super schöne Kombination, wie ich finde. Da bin ich total verliebt und freue mich schon drauf zu arbeiten. Bin ja schon ein bisschen weihnachtsmüde, muss ich zugeben, weil wir schon so lange Weihnachtssachen auf dem Tisch haben. Dann haben wir eine Serie, die sehr lila ist, eine Lavendel-Serie. Wir fangen mal an mit dem Stempelset. Painted Lavender, ganz ohne Sprüche kommt das Stempelset aus und da gibt es ganz, ganz tolle Stanzformen zu. Lavendel mit hier nochmal ein paar Blättern dazu und auch kleine Schmetterlinge. Und wie gesagt, kann man alles auch schön ausstanzen. Hier sind auch nochmal ein paar Stanzformen dazu, zu denen du keine Stempel brauchst. Dazu gibt es tolle facettierte Glitzer-Elemente. Also die sind angeschliffen und glitzern noch gleichzeitig in tollen Lila-Tönen. Super schön sind auch unsere vorgestanzten Schmetterlinge. Die kannst du einfach hier aus dem Papier holen und eben auch mal für schnell benutzen. Wenn du gerade keine Lust hast, eine Stanze rauszuholen, dann hast du hier diese vorgefertigten Schmetterlinge. Dazu gibt es noch in der Produktreihe ein Stempelset mit tollen Botschaften. Auch da mag ich die Schrift total gerne. Du bist einfach sensationell. Ich feiere dich, wir trauen uns. Eilzustellung, gute Laune, Post. Du bist und bleibst die Beste mit Gruß und Kuss. Also wirklich, wirklich schöne Sprüche. Dazu gibt es Stanzen, die super vielfältig einsetzbar sind. Also auch für die Rückseite, also als Kartenaufleger geeignet. Hier hast du nochmal so einen kleinen Stanzer für ein Etikett, auch da. Und hier, das ist auch total süß, prägst du das einfach in das Papier ein, diesen kleinen Schmetterling. Genau, hier kannst du auch mit einem Trick die Etiketten noch verlängern oder verkleinern. Das zeige ich dir bei Zeit mal in einem Video. Und auch dazu gibt es ein super, super schönes Designerpapier. Schau mal, mit tollen Lavendelblüten, auch wieder total schön groß und grafisch und ganz zarten Hintergründen. Ich blätter das einmal schön durch. Ich finde das ja immer erstaunlich, das ist alles handgemalt von den Designern. Finde ich super schön. Auch hier nochmal mit Schmetterlingen und anderen Blüten kombiniert. Das Grün ist auch total schön, finde ich. Das mag ich auch sehr. Da freue ich mich schon drauf, Karten mitzumachen. Und ich mag auch die dezenten Hintergründe einfach auf der Rückseite. Hier nochmal Lavendelblüten mit dem tollen Lila. Und nochmal ein bisschen grüner als Rückseite. Da haben wir als Farben Sommerbeere, Brombeermus, Fräsienlila, die ganzen lila Töne, Amethyst, Heideblüte, Lagunenblau, Orchideen, Lila, Faungrün, das ist das tolle Grün, Tannengrün und Nachtblau. Also auch eine super schöne Farbkombination. Dann gab es für alle Teilnehmer noch ein Stempelset geschenkt. Das finde ich auch immer sehr schön, wenn wir uns noch angemeldet haben, dass es dann immer noch eine Überraschung gibt. Hier kannst du ganz tolle Pflanzgefäße und Vasen mitmachen. Und das Tolle ist, das ist wieder so ein reversibles Stempelset, sodass du hier auch die Rückseiten nutzen kannst. Wenn du hier siehst, das ist die Vorderseite und dann kannst du den Stempel mit der anderen Seite nutzen und auch einfach da nochmal den Hintergrund des Stempels machen. Also zweifarbig stempeln.
Genau, dann haben wir einen Hintergrundstempel für Hundeliebhaber. Eine Bella habe ich da jetzt nicht wirklich drauf gefunden, aber es gibt ganz, ganz viele Hunderassen hier in dem Stempelset und du kannst sie eben auch ausschneiden. Also das ist auch ein ganz, ganz süßes Stempelset und die gucken alle ganz, ganz furchtbar niedlich. Also für Hundefans auf jeden Fall was dabei. Dann haben wir Stanzformen. Das sind Mini-Stanzform-Alphabet. Wie du siehst, ist das alles eine Fläche. Das heißt, du stanzt das in einem Mal aus und kannst die Buchstaben dann mehrfach verwenden. Hier sind auch die wichtigen Buchstaben wieder doppelt vorhanden, sodass du nicht so viel auskurbeln musst. Und du kannst natürlich hier auch einfach ein Stück Papier drauflegen auf den Buchstaben, den du gerne hättest. Dann würde ich die Stanze in dem Fall andersrum auflegen in der Stanzmaschine, sodass du auch gezielt einzelne Buchstaben ausstanzen kannst. Dann gibt es eine Produktreihe Naturbotschaften. Da ja, sind sehr schöne, auch so Vintage-Hintergründe mit bei, ganz tolle Stanzformen, wo du auch so Bordüren mitmachen kannst. Hier ist eine perforierte Seite dran, dass man auch was abreißen kann, das finde ich sehr schön. Und auch da mag ich die Kombination aus den Sprüchen und den Schriftarten sehr gerne. Finde ich total hübsch, alles so zusammen. Und da gibt es noch ganz viel mehr in dieser Produktreihe. Zum einen haben wir hier ein Lederband mit Gold. Ich wollte das doch aufgemacht haben. Genau, also das ist wirklich eine schöne Lederschnur. Da kann ich mir vorstellen, kann man auch andere Dinge mitverwenden. Ich sehe schon Charlotte, wie sie irgendwelche Steine ranbindet für die Pfadfinder, dass sie sich da was Nettes draus macht. Ganz toll, auch anders einzusetzen. Dann haben wir hier so Kork-Elemente, Kork-Accessoires. Das haben wir auch tatsächlich noch nicht gehabt, dass wir was aus Kork haben hatten in dieser Art, dass man das auf so einem Projekt noch kombinieren kann. Sehr, sehr schön. Dazu gibt es noch ein Stempelset mit Stanzen fein und lieblich. Das ist Vanille und Kakaobohne. Auch mal so was ganz anderes, was ganz Edles zum Stempeln und auch wieder tolle Extra-Elemente, die man hier im Hintergrund verwenden kann. Dazu gibt es ein beschichtetes Designerpapier, das auch wieder dann glänzt. Ne? Also hier hast du Goldelemente dabei, kann man ganz gezielt einsetzen, auch nochmal eben alles mit natürlichen Tönen. Und das gefällt mir auch richtig gut, kann ich mir auch total gut für Hochzeitseinladungen und Glückwunschkarten vorstellen. Das finde ich auch total schön. Das ist gesprenkeltes Gold drauf, kannst du, glaube ich, ganz gut erkennen in der Kamera. Ne? Im Zeitungs- oder Buch. Hintergründe. Nochmal ganz viel Gold. Schön, wie das glänzt, ne? Das gefällt mir richtig gut. Da kannst du tolle Kombinationen machen, ganz edle Sachen. Hier haben wir Beispiele mitgesehen. Erst habe ich gedacht, ob das was für mich ist. Aber die haben tatsächlich dann Kartenaufleger draus gemacht, das koloriert, Etiketten drauf gemacht. Das war auch sehr, sehr schön. Da freue ich mich schon drauf, mal was auszuprobieren. Das ist auch so ein furchtbar schönes Set. Also ein furchtbar schönes Papier hier mit ganz filigranen Schriften. Und nochmal braun im Hintergrund. Genau, also ein ganz, ganz edles, natürliches Set. Gefällt mir sehr gut. Dann machen wir mal weiter mit einem Set für alle Heimwerker. Ganz tolle Werkzeuge. Und schön finde ich auch den Spruch, selbst ist die Frau. Pinsel, Hammer, Zangen, Zentimetermaß, Bleistift, alles dabei. Auch hier so ein Lochbrett, dass man eine Werkzeugwand herstellen kann. Und Werkzeugkoffer kann man damit machen. Haben wir auch super schöne Beispiele gesehen. Hier ist eine Schere zum Zusammensetzen. Also hier eine Bohrmaschine. Und ja, da ist auch ganz, ganz viel bei, was du irgendwie dann für deine Heimwerkerfreunde verwenden kannst und eben auch ein schönes maskulines Set. Und da gibt es auch eine Celebration-Prämie zu, das zeige ich dir aber gleich nochmal zum Schluss. Dann haben wir ein Eiscreme-Set und zwar mit richtig schön großen Eiscreme-Waffeln und hier so geswirrtem Eis. Ich denke ja immer gleich an mein leckeres McFlurry. Wir lieben Softeis, also zumindest Charlotte und ich, die Jungs sind da nicht so hinterher. Genau, hier sind aber noch Donuts bei, eine Erdbeere. Und das Tolle ist, hier siehst du das an der Stanzform, dass du damit auch schon eine Klappkarte machen kannst. Also super toll für Geburtstagseinladungen geeignet oder auch als Eisgutschein. Da kannst du ganz, ganz viel draus machen. Genau, das waren die Produkte, die ich mir bestellt habe, die regulären Produkte. Und jetzt habe ich auch ein paar Celebration Produkte, die ich dir zeigen kann. Da war die Auswahl auch noch begrenzt. Im Katalog sind noch viel mehr Sachen. Du wirst es lieben. Also ich glaube, wir hatten noch nie so eine schöne Celebration. Und
Wir haben auch ein ganz tolles Einstiegsangebot. Dazu aber dann Anfang Dezember mehr. Ich bin hin und weg und bin ganz froh, dass wir Demonstratoren uns das, was es extra gibt als Einstiegsangebot, auch bestellen dürfen. Den Bonus haben wir immer. Aber wenn du bis jetzt noch nicht in mein Team eingestiegen bist, dann möchtest du das garantiert im Januar machen. Aber mehr dazu Anfang Dezember. Ich mache dich ja jetzt gar nicht neugierig. So, ein Stempelset in der Celebration, was du für 60 Euro gratis bekommen kannst. Also das ist auch gleich geblieben wie in den letzten Jahren. Wir haben zwei Stufen, 60 und 120 Euro. Und dann darfst du dir also im Januar und Februar Gratis-Geschenke aussuchen, wenn du eine Bestellung aufgibst. Hier haben wir ein Wassermelonen-Set, das zu einer Stanze aus unserem Katalog passt. Das zeige ich dir dann auch nochmal. Dann gibt es noch ein Stempelset mit einer passenden Prägeform dazu. Das gibt es in der Kombination für 120 Euro. Auch hier schöne zarte Blümchen und Blätter dazu. Das kannst du hier natürlich so zwischenstempeln, das kannst du sehen. Zum Glück gibt es dich oft in meinen Gedanken und liebe Grüße. Also auch ein Stempelset, das du total vielseitig einsetzen kannst. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann durften wir uns noch drei Papiere in der Vorbestellung mit aussuchen, die es auch in der Celebration gratis geben wird. Dies hier passt zu einem Produktpaket Rare Rosen. Das hat es noch nicht in meinen Einkaufswagen geschafft, aber wahrscheinlich ist es dann demnächst drin. Noch konnte ich widerstehen. Genau, das sind die Dahlien mit ganz tollen Hintergründen, die so gepinselt sind. Hier auch nochmal flächig als Rosen. Und wieder ganz dezente Hintergründe, das mag ich ja auch sehr. Das ist wilder Weizen als Farbe. Auch mal eine tolle Kombination. Eben auch mit den Grüntönen, das mag ich auch sehr. Schau mal, das ist toll, oder? Ich finde, das sieht aus, als wenn man das richtig fühlen kann, das Muster. Hier nochmal schwarz-weiß. Das mag ich ja auch immer sehr gerne. Das kann man gut kombinieren oder auch mal anmalen. Das ist, glaube ich, Calypso als Farbe. Das ist auch ein Knaller, oder? Ist das nicht schön? Da freue ich mich schon drauf, mitzuarbeiten. Noch streichel ich das Papier. Genau, auch hier nochmal so Texturhintergründe. Hier haben wir die Kakaobohne. Oder? Nee, vielleicht auch nicht. Ich bin ja nicht so gut botanisch aufgestellt. Genau, und hier auch nochmal wilder Weizen als Hintergrund. Genau, das kann man gut kombinieren. Hier fand ich die Farbkombination schön. Calypso, Lagunenblau, Kieselgrau, Aquamarin und wilder Weizen. Dass man eben auch mal sehen kann, dass man den wilden Weizen super gut mit diesen anderen Farben kombinieren kann. Mein absolutes Lieblingspapier aus der Celebration siehst du jetzt. Schau mal diese Vögelchen. Sind die nicht süß? Total niedlich und ganz, ganz tolle Farbkombination findest du in diesem Papier. Also da, hier, das ist doch der Knaller, oder? Ich weiß, also da brauche ich ganz viel von. Aber es ist ja Gott sei Dank eine Gratisprämie, sodass man das Papier auch sicherlich dann sich einfach mehrfach aussuchen kann. Und ich bin mir sicher, dass der Katalog dir genauso gut gefällt wie mir. Und das, naja, vielleicht eskalierst du auch so wie ich. Genau, hier sind auch nochmal schöne Hintergründe und Vögel, 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 die mir einfach toll gefallen. Total frühlingshaft und romantisch, richtig, richtig schön. Auch so schön das Papier. Wenn du sehen könntest, wie ich gerade grinse und mich über das Papier freue. So, auch nochmal dezenter Hintergrund und hier die kleinen, dicken, pummeligen Vögel. Haben wir gerade am Wochenende drüber gesprochen. Eine Freundin von mir hat Wellensittiche und Kanarienvögel, glaube ich. Und einer davon ist zu dick. Ich wusste gar nicht, dass Vögel zu dick sein können. Genau, der nascht zu viel. Auch das gefällt mir total gut. Ein bisschen chinesisch ist das auch irgendwie, ne? So vom Design. Da haben wir, ach, die Farbkombination, die siehst du nachher auch. Ich möchte dich gar nicht so langweilen. Aber ganz tolle, pastellige Farbkombination. Und jetzt habe ich dir ja versprochen, dass wir noch etwas haben, was zu unserem Werkzeugset passt. Denn wenn du dir das Werkzeugset kaufst, kannst du dir gleichzeitig dann auch gratis Papier aussuchen, was dazu passt. Das kannst du ausschneiden oder auch teilweise ausstanzen mit den passenden Stanzformen. Hier siehst du auch dann die tolle Bohrmaschine. Und ich denke, da ist für jeden Heimwerker das richtige Werkzeug mit dabei. Und eben auch hier wieder Werkzeuge im Hintergrund. Und das finde ich auch immer total schön, dass man Verpackungen machen kann, wo dann auch gleich das Werkzeug mit auftaucht. Und hier gleich wieder die Zimmermannshammer. Nochmal ganz viele Schrauben im Hintergrund. Gestreifter Hintergrund, das geht ja auch immer. Und gerade für Männerkarten nochmal ein paar Schrauben dazu.
Maßband. Also das kannst du durchaus ja auch dann für die Damen und Herren nutzen, die nähen. Hier einfach mal gepunktet. Und hier haben wir auch noch mal ein paar Kreissägen und ein paar Pinsel. Also wie gesagt, ich denke, da ist für jeden Handwerker das richtige Werkzeug mit dabei. Genau, das war jetzt ein ganz kleiner Einblick in unsere tolle Celebration und den Mini-Katalog. Aber es gibt noch viel, viel mehr schöne Artikel. Und ja, ich bin schon gespannt, was du gut findest. Und ich denke, du wirst dich schon freuen und bist jetzt ein bisschen neugierig geworden. Mehr gibt es dann Anfang Dezember oder Mitte Dezember. Am 5. Dezember kann ich die Vorbestellung machen für den Katalog und auch eure Kataloge mitbestellen, sodass ihr auf jeden Fall vor Weihnachten noch eure Kataloge in der Post habt. Ich habe schon, wie gesagt, einiges vorbereitet und freue mich schon darauf zu sehen, wie gut euch der Katalog gefällt. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir ein bisschen über die Schulter zu gucken beim Auspacken. Und ja, dann freue ich mich, von euch zu hören. Bis ganz bald!